Katholisch 1TV. Heute unter anderem mit diesen Themen. Das Herz der schwäbischen Wallfahrt. In Maria Vesperbild treffen sich Tausende an Maria Himmelfahrt. Mit dem Herzen dabei. Pfarrer aus aller Welt vertreten unsere Pfarrer im Urlaub. Und ein großes Herz. Nicht nur für Handtaschen. Zu den Sommerplaudereien haben wir Theresia Zettler getroffen. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Für viele von uns hat das Wochenende ja schon mit dem Feiertag Maria Himmelfahrt am Donnerstag begonnen. Auch wenn es ein gesetzlicher Feiertag nur in den Orten war, in denen die Katholiken in der Mehrzahl sind. Doch Marias Aufnahme in den Himmel wird schon seit dem 5. Jahrhundert gefeiert. Und besonders festlich ging es auch in diesem Jahr wieder im Wallfahrtsort Maria Vesperbild zu. Maria Himmelfahrt in Vesperbild, das ist nicht nur der abendliche Gottesdienst. Es sind noch fast 4 Stunden bis zum Beginn und trotzdem strömen die Menschen schon in Scharen herbei. Ihr Ziel, die Mariengrotte mit dem Blumenteppich, ihre Hoffnung, dass die Seele Nahrung findet. Zum ersten Mal stehen an der Grotte den ganzen Nachmittag über Geistliche für Gespräche und gemeinsame Gebete zur Verfügung. Eine Idee, die im vergangenen Jahr schon geboren wurde. Ich war letztes Jahr mal an der Grotte, ich bin gar nicht mehr heimgekommen, weil die Leute wollten alle gesegnet werden, die wollten mit mir reden und so weiter. Da habe ich gedacht, da müssen wir unbedingt was machen, wir können die Leute nicht einfach so allein lassen. Am Abend dann feiern 5000 Menschen den Gottesdienst mit. Maria, so Weihbischof Florian Wörner, lehrt uns das Dienen, alles andere als altmodisch. Das Amt in der Kirche ist nicht zum Herrschen, zum Unterdrücken da, sondern immer ein Dienstamt. Und wenn ich jetzt hier stehe, mit prächtiger Kleidung, dann hat das nichts mit Herrschen zu tun, sondern dann ist es Dienst. Auch das Dienen. Nicht im Sinne von Duckmäusertum oder Leisetretertum, sehr wohl aber im Sinne von Mut, die eigene Armut zu erkennen. Im Sinne von Mut, in die Wahrheit über sich selbst hinabzusteigen, zuzugeben, dass wir Sünder sind. Maria muss das nicht, aber wir, ich auch. Mut zu haben, einander und Gott zu dienen und dienend zu begegnen, das ist es doch, was unserer Würde und Berufung entspricht und unserem Leben Höhe und Niveau gibt. Was ist das Schönes, wenn man die Ärmel hochkrempeln kann und einem anderen eine echte Hilfe sein kann? Die Gemeinschaft im Glauben in Maria Vesperbild wird sich stets besonders sichtbar durch die Lichterprozession, in der die Menschen singend und betend zur Mariengrotte ziehen. Einmal weg von der Alltagshektik, sich wieder ausrichten auf den Himmel. Das tut ganz praktisch gut. Das kann ganz konkret so ausschauen, dass wir alles mit Gott beginnen, mit einem Gebet, dass wir uns zur Verfügung stellen, dass wir uns bewusst machen, Gott ist der eigentlich Handelnde. Wir dürfen ihm zur Hand gehen, Werkzeug sein, unser Herz, unseren Verstand, unsere Hände, unsere Füße leihen. Und das entlastet uns. Eine Erfahrung, mit der auch tausende Gläubige an diesem Abend wieder heimgehen. Wir sind eigentlich jedes Jahr da und es gefallen eigentlich immer, darum kommen wir immer wieder. Ja. Immer wieder neu, inspirierend und alles. Ich war schon öfters hier und auch an Maria Himmelfahrt. Finde ich es besonders schön hier, die Lichterprozession und einfach, dass viele Gläubige sich hier versammeln und zusammen im Gebet vereint sind. Ja. Gibt Kraft. Ja, auf jeden Fall. Ich fand es schon beeindruckend, also man spürt auch irgendwo die Gegenwart von Maria und das fand ich schön, ja. Was ist das Besondere für Sie hier an dieser Feier und an diesem Ort? Man kann so viel Kraft tanken hier. Das ist unglaublich, also unbeschreiblich viel Kraft und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, hierher zu kommen, es lohnt sich wirklich. Was gefällt dir besonders gut? Mir gefällt immer, wenn alle Lichter brennen. Also wenn es hier so dunkel ist und die Lichter, die bunte. An diesem Abend bleiben die Menschen an der Mariengrotte noch lange stehen, den Blick auf die Blumen gerichtet, das Herz zum Himmel. Übrigens, Maria Himmelfahrt ist am Donnerstag auch in der 2000 Köpfe zählenden Gemeinde Woringen im Unterallgäu gefeiert worden, obwohl dort mehrheitlich Protestanten leben. Eigentlich hätten also alle Woringer am Donnerstag arbeiten müssen. Da rundherum aber alle Orte mehrheitlich katholisch Feiertag hatten, haben sich die Woringer einmütig entschlossen, wir lassen die Geschäfte einfach auch zu.
Maria Himmelfahrt scheint also durchaus eine überkonfessionelle Anziehungskraft zu haben. Wenn man in den Urlaub fährt, muss meist ein Kollege die Arbeit übernehmen. So ist das zumindest bei uns in der Redaktion. Und nicht anders machen das auch die Geistlichen im Bistum, wenn sie im Sommer eine Auszeit brauchen. Pfarrer Richard Dick zum Beispiel hat in diesem Jahr wieder Hilfe aus Afrika. 4 Wochen lang übernimmt Pfarrer Gerald Mayela Yiga aus Uganda seine Aufgaben in der Pfarreiengemeinschaft Matsis. Und das nicht zum ersten Mal. Für Pfarrer Gerald Mayela Yiga ist es ein kleines bisschen wie nach Hause kommen. Jedes Jahr ist er in Tussenhausen im Unterallgäu zu Gast, um den Ortspfarrer während seines Sommerurlaubs zu vertreten. Bereits zum 10. Mal ein richtiges Jubiläum. Kein Wunder, dass er kaum angekommen schon alte Bekannte trifft. Das freundliche Miteinander, diese Offenheit und die Herzlichkeit, all das schätzt er an den Menschen hier sehr. Die Menschen sind freundlich, finde ich. Viele haben Humor. Und Humor für mich ist sehr interessant, finde ich sehr. Und weil man hat keinen Humor, das Leben ist sehr schwer zu tragen. Aber man macht Leben so leicht mit Humor, muss schon lächeln, lachen auch. Miteinander sprechen, nicht wie fremde Leute, aber mit Freundlichkeit, finde ich sehr interessant. Doch wenn der afrikanische Pfarrer ins Unterallgäu kommt, hat er auch eine Mission im Gepäck. Er möchte über seine Projekte in Uganda informieren. In der Hauptstadt Kampala versucht er jungen Frauen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Durch seinen Einsatz konnten einige bereits den Schulabschluss nachholen und eine Ausbildung beginnen. In einem weiteren Projekt arbeitet er am Bau einer Schule. Bis jetzt ist zwar nur das Erdgeschoss fertig, unterrichtet wird aber trotzdem schon. Über den Tellerrand hinausschauen, das bedeutet Weltkirche für ihn. Man muss mit anderen miteinander Erfahrung haben und bekommen. Man kann auch lernen, wie man hier lebt und wie man bei uns. Das ist ein Unterricht, man kann sagen, für mich auch. Aber für die Leute hier, da kann ich etwas lernen von Mann aus Afrika, wie ich auch etwas lernen, etwas von Europa in Deutschland. Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen, das die Welt oder zumindest die Menschen aus Uganda und Deutschland noch ein bisschen enger zusammenrücken lässt. Und über alledem steht der gemeinsame Glaube an Gott. In St. Martin in Tussenhausen fühlt sich Pfarrer Gerald Yiga besonders wohl. Jede Kirche ist für ihn wie ein Zuhause. Ganz egal, ob er in seiner Heimat ist oder fast 10.000 Kilometer davon entfernt. Gottesdienst ist Gottesdienst. Oder hier in Deutschland oder zu Hause. Man ehrt Gott. Und das ist eine Kommunikation, dass man kann mit seinem Gott etwas sprechen und mit Verständnis, mit Gefühl auch, wie man führt. Ich finde, das ist so interessant, hier oder zu Hause. Und ich habe viel Liebe für die Kirche. Oder hier oder zu Hause, Kirche ist Kirche. Heute ist Montag. Heute hat Pfarrer Gerald Yiga seinen freien Tag. Den verbringt er am liebsten mit seinen Allgäuer Freunden. Und auch wenn die deutsche und die afrikanische Kultur unterschiedlicher nicht sein könnten, der gemeinsame Glaube, ein entspanntes Gespräch und dazu ein bisschen bayerische Lebensart, das bringt überall Menschen zusammen. Und damit kommen wir zu den Meldungen der Woche. Hier sind unsere Kurznachrichten. In Lindau am Bodensee treffen sich ab dem morgigen Montag rund 900 Vertreter unterschiedlicher Religionen aus über 100 Ländern der Erde. Die 10. Weltversammlung der Organisation Religions for Peace findet zum ersten Mal in Deutschland statt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Versammlung eröffnen. Kardinal Reinhard Marx hält ein Grußwort.
In Workshops und Diskussionen soll beraten werden, wie der Dialog zwischen den Religionen, darunter der Islam, das Judentum, der Buddhismus, Hinduismus und Taoismus, den Frieden fördern kann. Die Bewahrung der Schöpfung ist eine zentrale Aufgabe von Pfarrgemeinden und kirchlichen Einrichtungen. Um die Pfarreien dabei zu unterstützen, dieser Verantwortung gerecht zu werden, bietet das Bistum ab September eine Ausbildung für kirchliches Umweltmanagement an. Der Kurs richtet sich an alle Verantwortlichen in Pfarreien und kirchlichen Einrichtungen, denen der schonende Umgang mit der Umwelt ein Anliegen ist. Das ist eigentlich der Sinn dieser Ausbildung, dass man diese Pfarrei, die eigene Pfarrei, systematisch anschaut, was Verbrauch betrifft, also Strom, Energiemanagement, Heizung, Beschaffung, die Pfarrfeste, wie die gefeiert werden, wie kommen die Leute zu uns, fahren die alle mit dem Auto, können wir das vielleicht fördern, dass sie mit dem Fahrrad kommen oder dass sie Fahrgemeinschaften bilden. All das wird angestoßen dadurch und oft ist es so, man möchte was tun, es dümpelt so vor sich hin und dadurch, dass man in dieser Ausbildung ist, dann nimmt man ganz viel mit und wird auch dazu angehalten, doch irgendwas davon umzusetzen und dann entsteht eins aus dem anderen. Anmeldungen sind noch bis zum 11. September beim Bischöflichen Seelsorgeamt Bereich Kirche und Umwelt möglich. Lasst euch durch Christus verwandeln. Unter diesem Titel findet vom 4. bis zum 7. September im Augsburger Haus St. Ulrich eine theologische Sommerakademie statt. Neben verschiedenen Gottesdiensten in der Basilika St. Ulrich und Afra halten hochrangige Vertreter aus Kirche und Gesellschaft Vorträge und Referate. Auch eine Wallfahrt ist Teil der Sommerakademie. Weitere Informationen finden Sie unter ik-augsburg.de. Das waren die Nachrichten im Überblick. Gleich geht's weiter mit unserer Serie Sommerplaudereien. Wir haben diesmal mit Theresia Zettler gesprochen. Und wir zeigen Ihnen, warum die Faszination von Loreto bis heute viele Menschen anzieht. Passend zum Feiertag Maria Himmelfahrt werden Sie in der heutigen Ausgabe unserer Sommerplaudereien eine Frau kennenlernen, die sich in unserer modernen Zeit voll und ganz ins kirchliche Leben einbringt. Theresia Zettler ist Gemeindereferentin und Pfarrhausfrau in Bobingen, gibt nebenbei Seminare in gewaltfreier Kommunikation und berät Menschen in seelischen und psychischen Nöten. Eine Frau, die vor Lebensfreude und Humor nur so sprüht, wie meine Kollegin Birgit Geis feststellen konnte. Für unsere Sommerplaudereien gehen wir mit unseren Gesprächspartnern an deren Lieblingsorte. Frau Zettler, wo sind wir jetzt und warum sind wir hier? Ja, wir sind hier in Bobingen im Pfarrgarten. Und dieser Ort hat zu tun mit meinen Berufen und mit meiner Berufung. Ich arbeite hier in der Pfarreiengemeinschaft Bobingen als Gemeindereferentin mit einer halben Stelle und gleichzeitig mit einer halben Stelle als Pfarrhausfrau vom Pfarrer Rauch. Ja, und in diesem wunderbaren Pfarrgarten fühlen Sie sich bestimmt auch sehr wohl. Ja. Sie kommen ja aus einer ländlicheren Gegend, sind in Sontheim an der Günz aufgewachsen, in einer sehr großen Familie, insgesamt 6 Geschwister und Sie sind die 5. 3 Mädchen und 3 Jungs waren es. Und was ich auch erfahren habe, Sie wären lieber ein Junge gewesen. Warum? Ja, also ich bin aufgewachsen eben auf dem Land und meine Eltern haben einen kleinen Bauernhof gehabt, 20 Kühe. Und mein Papa ist nebenzu in die Arbeit gegangen, der war Holzarbeiter in der Dampfsäge, die ja in Sontheim ist. Ja, meine Eltern haben viel gearbeitet und wir Kinder mussten von klein auf einfach viel mithelfen. Wir waren wie so ein Familienbetrieb. Ja, arbeiten und zusammenarbeiten, das habe ich von klein auf gelernt und das kommt mir heute auch zugute. Wenn was ist, ich pack's einfach an. Ja, und ein Junge sein, das wäre ganz gern gewesen. Ich wäre halt so gern Ministrantin geworden oder Ministrant. Und leider gab es das nicht. Es gab da nur Buben. Wobei wir haben am Pfarrer fast so weit gehabt, dass er uns Mädchen genommen hätte. Wobei dann haben die Buben gesagt, wenn die Mädchen kommen, dann hören sie auf. Ja, Fußball spielen wollte ich auch gern. Das hat dann nochmal geklappt. Das konnte ich dann später nochmal. Ministrantin bin ich leider nicht geworden. Doch was ich noch ganz gut in Erinnerung habe, es war mal das Krippenspiel und da haben auch die Ministranten mitgemacht und da ist ein Ministrant ausgefallen und dann war eine Hirtenposition frei und da durfte dann ich mitmachen und das werde ich nie vergessen, da war ich so glücklich und mein Text hieß
kommt, wir gehen nach Bethlehem. Und da bin ich damals von der Kirche heimgelaufen und ganz heim habe ich gesagt, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Das war dann Ihr Einsatz? Das war mein Einsatz und den habe ich zeitlebens nicht vergessen. Super, also ministrieren durfte man damals leider nicht, ging mir genauso. Pfarrer werden durften Sie auch nicht, aber Sie sind im kirchlichen Dienst gelandet. Sie sind ja nicht nur Pfarrhausfrau. Was machen Sie denn und wie sind Sie genau dazu gekommen? Ja, ursprünglich habe ich mal Metzgereiverkäuferin gelernt, wobei das war halt einfach, da hat es halt damals eine Lehrstelle gegeben. Gleichzeitig, mein Herz hat schon immer einfach gebrannt für Gott, Glaube, Kirche, das war schon immer meine Welt. Ich bin aufgewachsen in der katholischen Landjugend, war da sehr engagiert, Gruppenleiterin, Vorstand und das war meine Welt. Den Beruf Gemeindereferentin habe ich früher gekannt, das hat es bei uns ja im Dorf nicht gegeben. Meine Freundin Regina, die hat sich dann da mal interessiert und hat da mal geschaut. Und dadurch bin ich auf den Beruf gekommen. Und da dachte ich, oh, das wäre meins. Und dann bin ich zu der Stelle Beruf in der Kirche gefahren und habe dann ein Gespräch gehabt, damals noch mit dem Pater Schiegel. Und da wusste ich, das ist mein Beruf. Und ich habe bis dato qualifizierten Hauptschulabschluss gehabt und habe dann die mittlere Reife nachgemacht an der Berufsaufbauschule. War dann 3 Jahre an der Fachakademie für Gemeindepastoral in Neuburg an der Donau. Ja, und bin jetzt seit 25 Jahren Gemeindereferentin. In dieser ganzen Diskussion der letzten Wochen um die Rolle der Frauen in der katholischen Kirche, wo sehen Sie sich da eher? Bei Maria 1.0 oder Maria 2.0? Also ich würde spontan sagen Maria 3.0, weil ich finde, es braucht beides. Es braucht die Überlieferung und die Tradition und die Sicherheit und es braucht gleichzeitig, finde ich, den Mut und den Aufbruch und die Bewegung. Und ich merke, dass auch in mir beides ist. Also ich bin grundkatholisch aufgewachsen, so ganz klassisch. Das kirchliche Leben hat meine Kindheit, meine Jugendzeit, mein Erwachsensein geprägt. Gleichzeitig erlebe ich natürlich in der Schule, in verschiedenen Gesprächen, wie die Lebenswirklichkeit der Menschen heute oft eine ganz andere ist. Und da ist schon meine Überlegung, wie kann es gelingen, dass wir Gottes frohe Botschaft in der heutigen Zeit verkünden können, dass Menschen eben das erfahren, wie der Glaube froh macht, wie aus dem Glauben die Kraft kommt. Und da ja, bin ich so am Überlegen und ich wünsche mir einfach, ich bete darum, dass Gottes Heiliger Geist mich führt, dass er uns führt, ja, dass wir seine Kirche sind, dass wir Gottes frohe Botschaft verkünden, ja, in der Situation, in die wir hineingestellt sind. Frau Zettler, Sie haben ja vor kurzem ein Fürbittenbuch geschrieben und sind in den nächsten 14 Monaten im ganzen Bistum unterwegs. Ich glaube, mehr als 50 Vorträge, Seminare, Workshops, die Sie halten, enormes Pensum. Aber eigentlich sind Sie auch Pfarrhausfrau hier in Bobingen. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Muss der Herr Pfarrer Rauch jetzt in Zukunft immer Ravioli aus der Dose essen? Pfarrer Rauch liebt Würstle mit Kartoffelsalat. Und das kann ich wunderbar vorbereiten. Also ich kann beides ganz gut verbinden. Wir machen schon seit vielen Jahren so, dass wir uns am Sonntagabend zusammensetzen, die Woche planen, zu schauen, wer ist wann da. Und da kriegen wir das wunderbar hin. Und wir sind auch beide sehr flexibel. Also der Pfarrer Rauch, der wird sicher nicht vom Fleisch fallen. Und dass er so dünn ist, das hat, glaube ich, andere Gründe. Es liegt auf jeden Fall nicht am Essen. Der ist bestens versorgt, wie er auch selber sagt. Also Sie haben ein Mordstemperament, sind multitaskingfähig, wie wir jetzt erfahren haben. Auch ich könnte mir Sie auch gut als taffe Ehefrau, Familienmutter von vielen Kindern vorstellen, die alles managt, im Elternbeirat noch mithilft. War das für Sie nie ein Thema? Ja, also das könnte ich natürlich auch. Ich könnte auch verheiratet sein. Und ich glaube, grundsätzlich hat jede Lebensform was Besonderes. Und ich glaube, in jeder Lebensform gibt es solche und solche Zeiten. Es gilt zu schauen, wo man tendenziell glücklich ist. Und ich merke, die Lebensform für mich, das ist wunderbar. Ich liebe die Freiheit. Also ich bin gern frei und gleichzeitig habe ich ein sicheres Zuhause. Also das finde ich eine große Fügung, dass sich das so ergeben hat und das passt für mich wunderbar. Und das ist noch nett, meine Geschwister sind ja alle verheiratet und ich habe 14 Nichten und Neffen und 2 Großnichten. Und es ist nett, wenn ich heimkomme, dann sagen meine Geschwister zu ihren Kindern, Kinder lacht, die Erbtante kommt. Das ist ja witzig, die Erbtante. Ja, ja, jetzt Pfarrhausfrauen wie Sie, zum klassischen Sinne, gibt es ja heute kaum mehr. Und dann ist es ja oft so, dass Getuschel, Gerede auch manchmal entsteht bei den Leuten. Wie gehen Sie mit sowas um? Ja, das war am Anfang schon schwierig. Da war ich mir echt unsicher. Da habe ich überlegt, wie ist denn die Pfarrhausfrau? Und es gibt ja so ganz verschiedene Erwartungen und Vorstellungen. Da dachte ich, ja, wie mache ich das denn richtig? Und es war dann interessant, wo ich hier in Bobingen angefangen habe, war ich mal am Wertstoffhof. Und da habe ich so einen kurzen Sportrock angehabt und Flipflops. Und da habe ich da meine Sachen ausgeladen. Und dann kommt ein Mitarbeiter und sagt zu mir, die Leute sagen, Sie seien die neue Pfarrhausfrau. Aber das glaube ich nicht. Und er hat gesagt, warum glauben Sie das nicht? Und er hat gesagt,
die sehen anders aus. Und dann habe ich gesagt, ja, wie sehen denn Pfarrhausfrauen aus? Ja, auf jeden Fall nicht so wie Sie. Das fand ich echt nett. Und das war dann interessant. Wir haben auch mal eine Von-Leichnams-Prozession gehabt und da sind wir hinterher einfach nur zusammengesessen und da habe ich dann ein Bier getrunken und da habe ich hinterher gedacht, darf ich das überhaupt als Pfarrhausfrau? Und da habe ich dann für mich so überlegt, ich könnte so formulieren, ich bin fleißig, gläubig, ja genau, und trinkfest, ja, das bin ich auch. Also Sie passen in keine Schublade, in kein Klischee. Fassen wir das mal so zusammen. Genau, super. Frau Zettler, zum Abschluss vielleicht mal eine Frage. Was wünschen Sie sich und all den Menschen, denen Sie auf Ihrem Weg begegnen? Ja, ich würde sagen, den inneren Frieden. Das finde ich ein ganz großes Gut, wenn jemand mit sich selber im Frieden ist, wenn ich mit mir im Frieden bin, dann merke ich, gelingt es auch gut, mit anderen im Frieden zu sein. Ja, und was ich gemerkt habe für mich und was ich in meinen Vorträgen auch weitergebe, was hilft, im Frieden zu sein, ist wirklich auch dieses große Gottvertrauen, eine große Portion Lebensfreude und natürlich auch Mut und Humor. Das finde ich was ganz Wichtiges, dass man immer wieder auch über sich selber lachen kann. Und das kann ich Gott sei Dank. Super. Vielen Dank für diese Sommerplauderei, ja, Herr Zettler. Sehr gerne. War mir eine Ehre. So wie der Jakobsweg seit Jahrhunderten nichts von seiner Anziehungskraft verloren hat, so fasziniert auch der italienische Wallfahrtsort Loreto bis heute die Menschen. Nach Loreto haben Engel, so sagt die Legende, das Haus gebracht, in dem Maria in Nazareth gelebt hatte. Und ihr Haus wurde immer wieder kopiert. Nach dem alten, einfachen Grundriss wurden viele Kapellen gebaut. Wir haben uns im Bistum ein wenig umgesehen und stellen fest, Loreto ist nichts von gestern, sondern äußerst lebendig. Der emeritierte Papst Benedikt betet in Loreto. Das war im Jahr 2012. Das Herzstück dieser prächtigen Kirche ist das Heilige Haus, das Wohnhaus Marias. Hier hatte der Erzengel Gabriel ihr angekündigt, dass sie Gottes Sohn bekommen würde. Heute gibt es Architekturkopien dieses Hauses aus Nazareth überall auf der Welt. Wir finden sie auch in unserem Bistum, wie zum Beispiel hier in Oberstdorf die Loreto-Kapellen, ein Ensemble aus drei Kapellen, deren bedeutendster Teil die Wallfahrtskapelle Maria Loreto ist. Was aber macht die Faszination von Loreto aus? Und was ist dran an der Legende, Engel hätten Marias Haus von Nazareth nach Loreto getragen? Bei der Loreto-Kapelle von Kloster Holzen haben wir den Volkskundler Walter Pötzel getroffen. Er kennt den wissenschaftlichen Forschungsstand über Loreto. Der Klumpestand ist ein Steinwerk, wie man es in den Marken nicht kennt, wie man es aber in der Gegend von Nazareth kennt. Und da waren verschiedene Dinge drunter, Zeichen von Pilgern und so weiter. Und dann ist dem Padre noch ein archivalisches Stück in die Hände gefallen, das die Tochter von Margareta Angeli, von dem Nicephoros Angeli, das war der Herr auf Epirus, das ist Westgriechenland. Diese Tochter hat nach Italien geheiratet, einen Anschou, und davon gibt es gewissermaßen die Mitgift, was die mitgebracht hat in die Ehe. Und da stehen an zweiter Stelle die Steine vom Heiligen Haus in Nazareth. Es ist also wahr, Loreto ist echt. Umso spannender werden die Architekturkopien, die es seit dem 16. Jahrhundert gibt. Hier in der Loreto-Kapelle von Kloster Holzen finden sich ganz typische Strukturelemente. Wenn man hineingeht, dann ist es ein Tonnengewölbe über diesem Rechteckraum. Der Altar steht nicht an der Stirnwand, was man eigentlich erwarten würde bei dem ja nicht sehr großen Raum, sondern weggerückt, denn an der Stirnwand ist der Kamin, von dem man glaubt, das ist der Kamin, auf dem also Maria gekocht hat. Und auf der anderen Wand ist der Amarium, also das Geschirrschränkchen der Mutter Gottes, und in Loreto glaubt man archäologisch ja, dass wenigstens eines dieser Schüsseln noch aus biblischer Zeit stammen könnte. Jede Loreto-Kapelle ist eine Nachahmung des Heiligen Hauses. Typisch ist auch das Engelsfenster, durch das Gabriel zu Maria hineingekommen war. Es gibt aber auch immer Besonderheiten.
In Holzen sind das die Abbildungen der lauretanischen Litanei am Deckengewölbe. Diese alten Marienlitaneien sind seit dem 12. Jahrhundert nachweisbar und wurden im Jahr 1558 im Auftrag von Petrus Canisius in Dillingen zum ersten Mal gedruckt. Ein eindrucksvolles Beispiel für die Ausstrahlung von Doreto finden wir auch im Neusässer Stadtteil Westheim. Die Kobelkirche wurde im Jahr 1602 gebaut. Ein frühes Beispiel für die Loreto-Begeisterung jener Zeit. Hier spannt sich der typisch blaue Sternenhimmel über die heilige Maria. Auch hier die Darstellung der Madonna mit Kind in dunklem Holz, wie so oft. An der südlichen Außenwand der Kirche steht ein Vers aus dem Johannesevangelium, der die theologische Bedeutung des Heiligen Hauses auf den Punkt bringt. Das Haus, in dem das Wort Fleisch geworden ist. Ein weiteres und ganz aktuelles Beispiel für die Faszination, die das Heilige Haus bis heute ausübt, ist der kleine Ort Weiler in der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt-Iller. Mit ganz viel ehrenamtlichem Engagement haben die Menschen hier zusammengeholfen und ihrer Kapelle das ursprüngliche Aussehen als Loreto-Kapelle wiedergegeben, mit Sternenhimmel und Backsteinoptik. Wie hier auf den alten Fotos zu sehen ist, war die Kapelle im Laufe der Jahrhunderte so verändert worden, dass kaum noch Bezüge zum Heiligen Haus zu finden waren. Jetzt repräsentiert sie wieder die Santa Casa, das Heilige Haus. Ich wünsche mir, dass hier jeder Kraft findet und auch, dass er in seinem Leben dem Himmel offen sieht. Und das ist jetzt so schön hier oben mit dem Sternenhimmel, dass er vielleicht in einer Dunkelheit, auch in einer persönlichen Nacht, die er irgendwo vielleicht einmal durchlebt, so einen Stern oben über sich wieder aufgehen sieht. Die kleine Kapelle in Weiler zeigt, dass Loreto den Menschen etwas bedeutet. Der Gedanke, ein Abbild des Wohnhauses von Maria im eigenen Ort zu haben, ist alt, aber immer noch voller Faszination. Das ist unser Ort, an dem wir uns versammeln, regelmäßig Gottesdienst zu feiern, wo sich die Gemeinde trifft. Und ich finde es jetzt halt schön, dass man sie wieder zurückgeführt hat auf Loreto, weil sie ja vom Bau her auch eine Loreto-Kapelle ist. Und das Besondere an dieser Kapelle ist ja, dass wir hier einen Himmel haben und eine Ebene. Nicht wie in vielen anderen, wo nur der Altarraum Loreto-mäßig gestaltet ist, sondern für alle Besucher die gleiche Ebene. Und das hebt uns ab von vielen anderen. Nicht nur hier in Weiler ist Loreto ganz lebendig. Auch in Bühl bei Immenstadt gibt es seit 350 Jahren Maria Loreto. Und so finden sich im ganzen Bistum Beispiele für Loreto-Kapellen, die sich in ihrer Struktur alle ähnlich sind, als Architekturkopien des Heiligen Hauses in Loreto, das einstmals in Nazareth stand. Das war's von uns für diese Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich freue mich schon auf nächsten Sonntag. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.